können aber auch Ersatz dafür finden und haben später auch Optionen, uns um unser eigenes Messer zu kümmern. Aber okay, nehmen mal diesen Hinterweg hier hinaus. Hier so von der Architektur am Dorf hat sich nicht so viel geändert. Das sei gesagt, also wenn man es original kennt, dann kennt man auch schon so ziemlich die Wege hier. Ein paar kleine Änderungen gibt es hier, später an anderen Schauplätzen noch wesentlich mehr. Aber alles zu gegebener Zeit. Wir haben die Zeit, wir nehmen sie uns. Und ja, ich habe mir auch übrigens überlegt, ich werde das so ein bisschen gestalten, so wie ich das bei meiner Originalaufnahme von Resident Evil 4 gemacht habe. Also wir werden mal immer so pro Session, denke ich, falls nichts dazwischen kommt, so zwei Kapitel immer spielen. Habe ich damals eigentlich auch mal meist so gemacht. Und ja, manche Kapitel dauern länger als andere, das habe ich gemerkt. Aber gut, wir greifen schon wieder vor. Wir haben jetzt erstmal hier zu tun. Wir werden jetzt mal einfach das Unvermeidliche nicht weiter hinauszögern und uns in diesen heftigen Kampf stürzen. Und ja, heilige Scheiße, ich dachte mir damals, als ich jetzt, als ich die Demo gespielt hatte, Scheiße, Mann, und Scheiße denke ich mir jetzt auch. Wie viele Gegner hier sind, seht euch das an. Da ist das Original echt so Kindergarten gegen. Und wir werden jetzt mal einfach schnell den Weg in unser Unheil nehmen, den man kennt, den es hier auch gibt. Denn wir brauchen stärkere Waffen. Das ist ganz klar. Dummerweise ruft das einen alten Freund auf den Plan. Wahrhaftig. Wahrhaftig dein Glückstag, Leon. Wie viele du davon hast, ne? Ich meine, ein weiterer Glückstag muss für ihn ja gewesen sein, dass er nur einen Tag als Polizist gearbeitet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt geht's erstmal ums Überleben. Ja, versuch das mal, du Pfeifen-August. Ja, also, was wollte ich gerade sagen? Genau, hier die Musik, die gefällt mir extrem gut. Die sorgt so für richtig gute Anspannung im Gegensatz zum Original, wo das irgendwie nur so ein 5-Sekunden-Loop aus Geräuschen ist. Das wird laut. Ja, das wird es. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, den Kettensägenmann zu erledigen. Mir ist das beim ersten Durchspielen bisher noch nie gelungen. Oh, das ist echt so blanker Terror, diese Musik. Ja, passt super. Oh Mann, wie viele da sind. Wir sprengen die jetzt mal. Haben dem einen sogar noch schön die Granate an den Kopf geworfen. Das sah auch gut aus. Oh, da, scheiße, da ist der schon. Okay, auch ein bisschen Pumpgun-Munition. Erstmal so ein bisschen die Sicht nehmen. Ja, auch in seinem Sack. Nee, das spürt er, glaube ich, nicht. Auch in seinem Sack über seinem Kopf, nicht den anderen Sack. Macht ihm die Blendgranate was aus? Die schützt, ein Sack schützt nicht vor Blendgranaten, ne? Könnte man so stehen lassen, glaube ich. So, und hier, ja, scheiße. Ich wollte gerade sagen, hier können wir doch gleich schön diese Lampe nehmen, dann fällt die runter und die Kuh ist on fire und das wehren wir mal schön ab. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen, weil ich gerade nicht weiß, wo der Kettensägenmann ist. Ne? Wie bei Pucci. Ne? Wenn der Kettensägenmann nicht im Bild ist, sollten sich alle fragen, wo ist der Kettensägenmann? Oh, und das war ein kritischer Treffer und da ist der Kettensägenmann. Oh, scheiße. Ey. Keine Granaten mehr. 5 Schuss in der Pumpgun. So, wo kommt er jetzt lang? Geht er durchs Haus oder geht er am Haus vorbei? Er geht durchs Haus, okay. Das heißt, wir nehmen den Weg hier außen rum. Ja, das ging vorbei. So, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Den müssen wir schnell aus dem Weg räumen. Haben wir schön in der Mitte zerteilt. So, wieder auf die Pistole wechseln. Schnell nachladen. Der ging vorbei, aber die Abwehr wäre da gewesen. Ja,
Ja, das ist schon das zweite Mal, dass Leon sich das fragt. Ah ja, schön, dass der Kettensägenmann auch seine Kumpanen da niedersägt. Das gefällt mir. Oh, du Kacke, Mann. Sehr sozial, dass der nicht auf uns eingeschlagen oder uns festgehalten hat. Oh, und wir haben gleich keine Muni mehr für die Pistole und... Ah, scheiße, Mann. Zu spät gedrückt. Und jetzt haben wir ein schönes Loch in unserer Jacke. In unserer teuren Jacke. Jetzt könnte es langsam auch vorbei sein. Oh, Kacke. Und kaum sage ich das, läutet die Glocke. Die alte läuft zum Glück vorbei und ich höre den Kettensägenmann ganz laut. Und der war auch nicht weit hinter uns. Aber... Ja, die haben jetzt wohl allesamt was Interessantes vor, oder? Na komm, sag deinen Satz, Bart! Oh Gott, ey. Wo wollen die hin? Ja, er hat's gesagt. Jetzt müssen wir alle dieses Remake nicht boykottieren. Nee, ohne Scheiße, ich habe tatsächlich Einträge, Artikel gelesen von irgendwelchen Idioten, die gesagt haben, wenn der Satz nicht im Spiel ist, dann boykottiere ich das. Ohne Scheiß. Aber, naja. So dämlich sind manche. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ja, ist doch schon ganz nützlich, so etwas zu haben. Ein Funkgerät mit Bildübertragung im Jahre 2004, wo dieses Spiel stattfindet. Aber gut. Ja, nee, also tatsächlich. Ich hatte mal so einen Typen, ich glaube aus Mexiko oder so war, der hatte ich mal abonniert. Der hat Videos hochgeladen von Resident Evil Manhua Comics. Das sind quasi chinesische Mangas, sage ich mal so. In dem Sinne. Und was sehr interessant war, weil in diesen Comics wurden zum Beispiel Vorgeschichten von einigen Charakteren erzählt, die man so sonst in den Spielen gar nicht erfährt. Ich weiß halt nicht, ob die... Upsala, da ist... Wow, da ist noch ein Penner im Schrank drin. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Aber okay. Der hat wohl die Glocke nicht gehört. Und wollte nicht am Bingo-Spiel teilnehmen. Vielleicht, weil er immer verliert. Vielleicht, weil er weiß, dass es manipuliert ist. Oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall... Diesen Typen hatte ich vor vielen Jahren mal abonniert, der wegen diesen seltenen Comics, über die der Videos gemacht hat. Da war unter anderem auch einer dabei, der so die Vorgeschichte von Ada Wong erzählt, dass sie ja quasi eine Kriegsweise ist aus irgendeinem südöstlich asiatischen Land. Und ja, der hat dann irgendwann so seine Videos so ein bisschen geändert, um nur noch über Resident Evil so rumzulästern, besonders so was Remakes angeht. Und dann so Videos gemacht, die ich überhaupt auf den Tod nicht ausstehen kann. Die echt so die bekackteste Scheiße ist, die man sich vorstellen kann. Gerade so was Remakes angeht. Das hat dann mit Resident Evil 2 angefangen.
wo ständig nur noch irgendwelche dämlichen Videos kamen, wo er da gesagt hat, ja, das ist nicht im Remake drin, ne, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen war. Genauso hat er dann, als ich dann mal später bei ihm reingeschaut habe, oder nicht reingeschaut habe, vielmehr war eins seiner Videos bei mir in den Empfehlungen drin, wo er im Videotitel geschrieben hat, der Händler wird nicht im Resident Evil 4 Remake sein. Und auch eben dann sowas wie berühmte Zitate werden nicht im Resident Evil 4 Remake sein. Boykottieren, Ausrufezeichen und so irgendwie. Irgend so ein Scheiß, kann auch sein, dass ich das mit dem Boykottieren jetzt verwechsel. Ist mir auch kackegal, aber es wird bestimmt in die Richtung gehen. Und ich meine, warum? Warum so eine Scheiße raushauen? Klar, für billige Klicks, es ist ganz klar. Aber ich meine, was soll der Blödsinn? Weil, wie will man so etwas wissen, wenn das Spiel nicht auf dem Markt ist? Und ich bin mir sicher, der Typ ist kein Entwickler. Genauso wie so einen anderen, so einen, kürzlich hatte ich von irgendeinem anderen deutschsprachigen Vogel hatte ich auch was in den Empfehlungen drin, was in eine ähnliche Richtung ging. Allerdings, oh du Scheiße. Ja, Leon, du bist zu fett geworden. Deswegen bist du da durchgekracht. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier alles soweit abkassiert. Mehr können wir momentan nicht mitnehmen. Aber zurück zu der anderen Sache. Irgend so ein deutscher Vogel hatte ich da drin stehen. War ein Video wegen dem Silent Hill 2 Remake, wo der Titel hieß, das Silent Hill 2 Remake wird ein Witz. Und dann kürzlich hatte ich noch was wieder von dem in den Empfehlungen drin, die Metal Gear Solid Master Collection wird ein Witz. Und beides, also von Silent Hill 2 ist doch überhaupt noch, bis auf den ersten Trailer, noch gar nichts auf dem Markt. Das Spiel ist in einer wahrscheinlich ziemlich frühen Entwicklungsphase und es gab bisher nur diesen einen Trailer. Und woher will man dann wissen, dass das Spiel scheiße ist? Mich kotzt sowas echt an, ey, dass irgendwelche Idioten da irgendwie mit sowas billige Klicks inszenieren wollen für sich. Also ich habe es mir nicht angeguckt. Ich mache es auch nicht. Ich habe grundsätzlich für mich jetzt so eine Regelung, dass ich, also erstmal solche Videos interessieren mich nicht die Bohne. Ich kann nichts dran machen, dass die manchmal bei mir in den Empfehlungen auftauchen. Ist sie. Außer dann anzuklicken, dass ich an sowas nicht interessiert bin, was ich mache, aber die kommen halt irgendwie immer wieder zurück. Und genauso gucke ich mir auch keine Videos an mit diesen typischen Clickbait-Thumbnails, wo irgendwie die Fresse von einem drauf ist, die ausschaut, als hätte man ihm in die Eier geschlagen oder sowas und daneben irgendwie eine Schlagzeile drin steht, die auch irgendwie nach Strich und Faden aus dem Arsch gezogen ist oder sowas. Na, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ist mir jetzt auch egal, wir haben jetzt genug über diesen Blödsinn geredet. Kommen wir zurück zum Spiel. Ja, immer wieder so eine Phase, wo man irgendwie so einen Scheiß ablassen muss. Aber irgendwie scheint das so aktuell echt im Trend zu sein, besonders so bei Remakes von beliebten Spielen. Aber nun gut, wie gesagt, genug davon. Wir machen weiter hier auf dem allseits beliebten und bekannten Bauernhof und finden ein Spinell, das kennen wir doch. Ja, die haben in diesem Remake eine etwas andere Funktion, kommen wir später noch drauf, wenn es soweit ist. Wir setzen den Freund jetzt erstmal außer Funktion, denn der ist so freundlich wie auch seine Kollegin gerade eben, dass sie uns den Rücken zudrehen. Nutzen wir eiskalt aus. So, ah ja, und diese Behälter, die sollte man immer gut im Auge behalten, denn da sind in der Regel immer Schätze drin. Und die sollte man natürlich so abschießen, dass diese Perlenkette nicht in dem Jauchebrunnen da landet. Auch ein bisschen anders. So, ah ja, und da, die kennen wir doch. Da haben wir ein paar Medaillen, die wir zerstören können. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ist auch ein bisschen anders hier im Remake, also nicht das Zerschießen von den Dingern, das funktioniert genauso. Oder das Zerstechen von den Dingern. Aber da ist ein bisschen anderes System, was die Belohnung angeht dahinter. Das wurde ein bisschen ausgeweitet. Nicht ausgeweidet, ausgeweitet. Aber ja, kommen wir später auch noch drauf, wie so bei vielen anderen.
Nun gut, so, da ist dicht. Dicht. Kommen wir nicht durch. Ist auch ein bisschen zu ruhig hier irgendwie, oder? Also irgendwie was scheint da doch im Busch zu sein, wenn es so ruhig ist hier. Aber vielleicht sind auch nur noch ein paar Vereinzelte da und das können wir nicht aufmachen, die einfach diese Bingo-Glocke nicht gehört haben. Wo wir von Bingo-Glocke sprechen und wo wir auch hier unser schönes Menüsystem hier sehen, was natürlich wieder der Aktenkoffer ist. In der Demo konnte man tatsächlich, ich weiß nicht, ob es in der Vollversion auch funktioniert, ich habe es da noch, ehrlich gesagt, noch gar nicht wieder probiert, wäre eigentlich mal Zeit. Egal, erstmal sehen wir hier ein Dokument, Kampf der Medaillons, in Gottes Namen kann nicht endlich mal jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Alle blauen Medaillons zerstören, Gebiet Bauernhof, Belohnung Spinell, dreimal und 4 von 5 haben wir da schon bereits. Eins fehlt uns nur noch. Ja, mysteriöser blauer Zettel, der hier hängt, ne, wo die Rede davon ist, wir sollen diese Medaillons beseitigen. Kann ja nur von einem kommen, oder? Und da piept irgendwas. Und das sieht doch ziemlich gefährlich aus. Da gehen wir mal lieber drunter her. Vielleicht könnte sich diese Sprengfalle uns noch als nützlich erweisen. Das hier ist auf jeden Fall nützlich. Das ist ein gelbes Kraut. Hat die gleiche Funktion wie im Original. Erweitert unsere Lebensanzeige. Die im Moment noch relativ klein ist, aber wir werden daran arbeiten, die zu vergrößern. Genauso wie unser Inventar an Munition natürlich. Und ein paar Pumpgun-Schüsse, die sind da immer gut. Das hilft uns jetzt noch nicht weiter. Da fehlt nämlich noch was. Und ja, dann schauen wir uns doch mal hier um. Da sollten wir irgendwann mit Sicherheit fündig werden. Und solange es hier so ruhig ist, ist ja auch alles Paletti. Kaum sage ich das. Hören wir da irgendwen? Da ist eine Weinkanne. Ja, das klingt schön. Ja, natürlich können wir hier auch wieder Schätze mit Edelstein verbinden. Das ist gleich geblieben, wurde auch ein bisschen erweitert. So. Medaillons haben wir alle gefunden. Irgendjemand wird sich jetzt bestimmt freuen. Aber wir treten jetzt endlich mal in diese Hütte ein und plündern hier erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest. Nied- und nagelfest ist und finden ein Küchenmesser. Ja, das sind Ersatzmesser. Die halten nicht so viel aus wie unser eigentliches, aber nichtsdestotrotz haben sie die gleiche Funktion und wer zum Geier bist du? Ach du Scheiße, Mann. So, wir nehmen mal unser gelbes Kraut, damit wir etwas mehr Lebensenergie haben. Halte ich immer für am sinnvollsten und wir sehen dann erstmal zu, dass wir hier rauskommen. Ja, und jetzt haben wir die Meute hier dummerweise aufgeweckt. Inklusive diesen großen Typen da mit dem Hammer. Und dann nutzen wir jetzt einfach mal diesen Weg hier. In der Hoffnung, dass die uns hinterherkommen. Und dann mal schön in diese Sprengfalle laufen, während wir weit davon Abstand halten. Das schaffen die bestimmt. Ich bin überzeugt. Und da hat's Bumm gemacht. Ja, haben wir doch perfekt genutzt. So, dann können wir hier schon mal das Holzzahnrad einsetzen und den Hebel umlegen. Das öffnet uns ein Tor in eine neue Dimension. Nicht, aber knapp daneben. Ja, und dann wollen wir uns eigentlich um diese Freunde kümmern wir uns mal. Oh Gott, der ist ja schon hier. Nee, das gefällt mir nicht so gut gerade. Der kann durchaus was wegstecken. Sieht so ein bisschen aus wie Bebop, auch wenn er eine Kuh ist und kein Mastschwein. Oh Scheiße, ja, der steht gleich wieder auf. Aber können wir jetzt nicht ändern. Ja, genau richtig getimed den Kick. War ein Risiko. Wir hätten genauso gut jetzt auch in seine
Gabel laufen können. Aber ich glaube, wir haben es unter Kontrolle. Ja, sehr gut. Alles paletti. Scheint ruhiger geworden zu sein. Ich denke, dann können wir auch uns erstmal von hier verziehen. So, das war unser Freund, der da schön in die Sprengfalle gelaufen ist. Ja, haben wir doch clever genutzt, würde ich mal sagen. Oh, und wir haben da... Ach nee, das war dieser Wegschrein, der war verschlossen. Ja, da ist ein Schatz drin, wie es die Karte anzeigt. Den können wir nur jetzt noch nicht bergen, denn uns fehlt etwas, um diesen Schrein zu öffnen. Kommen wir später auch nochmal zu, wie bei so vielen. Vor allen Dingen, wenn man noch ganz am Anfang des Spiels ist, im ersten Kapitel. Ja, so geht das, ne?